kannst nicht sagen, du hast nichts gewusst davon. Ja, kriege ich den dann schlechtet aussprechen? Der kriege ich es wieder abgetauscht. Ja, schon, aber dann in meinem Fall habt ihr ausgerechnet 7000 Quadratmeter braucht für Grundinanspruchnahme. Und dann kriege ich eine andere Fläche. Das heißt, sagst, du weißt nichts davon. Ja? Du hast ja wohl davon gewusst, dass das gekauft wird. Wenn du mir sagst, das wird im HQC im Bereich schon gekauft, das heißt, es wird nicht gekauft, das ist auch gar nicht gut. Ja, warum ist das dann gekauft? Ein Tausch ist ein Tausch, aber da. Ganz einfach, damit denn jene, die der Meinung sind, die jetzt im Kram drinnen sind und sagen, dass sie wohl viel Geld haben, dass sie dann doch noch ein Grundstück zur Verfügung haben. Die sagen, wie viel Geld haben, und das haben die auch angeboten. Ja. Ja, und da hast du schon gewusst, dass wir diese Tauschflächen zur Verfügung haben. Da haben wir dann sogar gesagt, ja, das Stück könnte ich noch haben. Deshalb müssen wir einwandig nur, wenn du jetzt sagst, aha, du hast nichts gewusst. Nein, aber dann stimmt die Zahl auch, dass 29,5 Hektar noch landwirtschaftlich genutzt werden. Ja. Stimmt dann schon. Ich mein, jetzt kann ich das aus den Worten jetzt ausnehmen? Ja. Dann jetzt was zwischenkommt, hast du gedacht, du kannst eine Fläche im HQ10 gegen ein Stück vom Pfand tauschen und derjenige, der das im HQ10 nimmt, als Tauschfläche, kriegt dann überhaupt keine Entschädigung? Das führt für mich zum Verständnis. Mach mich nicht weiter aus, ich bin ein Ecker. Ich bin froh, dass das heranführen wird. Das Angebot ist allen gemeint, was wir dem Herrn Bürgermeister übergeben haben und was wir auch am Dienstag drauf den Gemeinderäten die Möglichkeit gegeben haben, unser Angebot Herzen zu bekommen. Jetzt komme ich mit der Horrorzahl. Das ist, ich habe unten ausgerechnet, auf Basis von 10 Euro. 5 Hektar werden abgelöst. Und zwar, das sind jetzt die Mehrkosten zum derzeitigen Angebot der Gemeinde. Und zwar von 7,50 Euro auf 10 Euro. Das wären 125.000 Euro. Wenn alle Landwirte einmalig entschädigt werden würden auf Basis der 10 Euro, wären das 11,5 Hektar. Ein Zusatzkosten von 1,20 Euro pro Quadratmeter, wenn das 138.000 Euro mit 11,5 Hektar, mit 8 Hektar, wenn das 85 Cent, 68.000 Euro und mit 10 Hektar im Hackl 100, wenn das 50 Cent, 50.000 Euro mehr zahlt, von 331.000 Euro. Das wäre, wenn alle auf einmal entschädigt werden. Wir haben den Vorschlag gemacht, wir wollen das nicht, wir sind Landwirte drin, wir haben Kinder und es ist üblich, dass man das für die nächste Generation immer in guten Zustand hält. Und auch für uns wäre es unverantwortlich, wenn wir das akzeptieren, für unsere Kinder einmal Geld zu nehmen. Geld ist ein flüchtiges Ding, ich weiß nicht, ob das über 3 Generationen wollt. Wenn ich jetzt rechne, im HQ10 ist es mit 5 Schäden weg. Also nehmen wir mal an, dass da in 3 Generationen kein Geld mehr vorhanden ist. Wenn wir die Entschädigung im Anlassfall wählen würden, nachher entsteht für diese Flächen der Betrag nicht, weil es nicht abgegolten wird. Das heißt, das sind die 125.000 Euro. Deshalb kann ich aus meiner Sicht diese Zahlen, die kolportiert worden sind, leider sind sie nicht mit Daten hinterlegt, wie es berechnet werden, sondern nur das Ergebnis, kann ich das nicht nachvollziehen. Das sind die Zahlen, die ich gerechnet habe, und ich habe das ein paar Mal nachgerechnet, und glaube, ich habe keinen Rechenfehler, wenn es so sei, bitte sagt mir das. Aber das wäre unser Vorschlag, wie man das lösen kann. Ist das Entschädigung plus Anlassfall? Das ist richtig. Entschädigung plus Anlassfall. Das ist die obere Kalkulation. Würde momentan für die Gemeinde 125.000 Euro mehr kosten. Und zukünftig, wenn ein Schaden entsteht. Und das habe ich vorher aufgeschlüsselt, dass das in 100 Jahren kalkuliert 310.000 Euro sind. Und das ist
So. 310.000 Euro und das wäre, wenn man das 100 Jahre dann 3.100 Euro. Bitte, Andreas. Und da Entschädigung plus Anlassfall, verstehe ich jetzt, wenn ich jetzt so rausgehört, Entschädigung für die 5 Hektar oder 6 Hektar, wo sie jetzt sind, und sonst der Rest Anlassfall, wenn was ist. Plus die Verkehrswertminderung. Oder das Modell, was wir vorgeschlagen haben, ist die Verkehrswertminderung, den tritt sofort ein. Und das wäre auszuzahlen, das ist auf Basis von 10 Euro gerechnet, die 23%, das wäre genau das, was das Land Steiermark im Projekt fördert. Die 2,30 Euro beim HAKO 10, die 1,65 Euro im HAKO 30 und die 1 Euro im HAKO 100. Also für einen Landwirt, der die Ablöse im Anlass, also die Entschädigung im Anlassfall wählen würde, da geht es nur um diese Komponente, der Teil, der für die Entschädigung vorgesehen ist, das waren die 1,2 Euro, die würden jetzt nicht fällig werden und erst in Zukunft, wenn der Schaden entsteht. Und die 2,30 Euro würden jetzt fällig werden, weil das die Grundentwertung ist. Und die Grundentwertung ist, tritt sofort ein, ist damit sofort zu zahlen, wird auch vom Land so gehandhabt. Und das heißt, die Mehrkosten von 1,20 Euro, also der Betrag da, das wäre jetzt nicht fällig, so wie es da oben ist, das ist jetzt auf Null. Und 125.000 Euro wäre der Mehrpreis, der für die Leute ist, die die Flächen verkauft haben, die für den Damm vorgesehen sind und für die Überströmung. Auf Basis 5 Hektar. Da jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar wie viel erspart sich, wir würden jetzt alle Grundstückseigentümer die Entschädigung im Anlassfall nehmen, dann würden wir uns ja diese Spalte, wo du jetzt sagst, wo Gemeinde steht, 1,2, 0,5 oder 0,5, steht im Moment ersparen. Hast du auch ausgerechnet, wie viel sich die Gemeinde dann jetzt insgesamt ersparen würde? Das heißt, was könnten wir, wenn wir es jetzt nicht gleich zahlen würden, aber sparen? Dafür wären die Zahlen notwendig, welche Bauern das so wählen würden. Und die Landwirtschaftskammer hat gesagt, wir können die Grundeigentümer nicht bevormunden. Und deshalb ist die Wahlmöglichkeit in unserem Vorschlag drinnen, okay, dass das ja jeder Grundbesitzer für sich selbst machen kann. Die Leute, die ich vertrete, wir haben da um die 19 Hektar Grund. Und bei uns wären alle bereit, die Entschädigung im Anlassfall zu wählen. Wie viel wäre das dann ungefähr? 19 Hektar mal? Kann man da sagen, wie viel im HAKO 10 30.000 wird? Wir sind, die Flächen sind ziemlich verteilt. Also wir haben vom HAKO 10 bis HAKO 30 und HAKO 100, das wird der Schnitt ziemlich über die Fläche passen. Okay. Das kann ich jetzt nicht konkret sagen. 19 Hektar. Wenn du das im Anlassfall nimmst oder was? Der möchte wissen, was wir jetzt ersparen. Entschuldigung, ich hätte jetzt einmal eine Frage. Mit Sicherheit bei 300.000. 330.000. Wenn ich die Summen zusammenrechne, dann geht die nicht aus. Die Summe von 331.000, ich habe zwei Modelle gerechnet. Eins, wo alle die Entschädigung im Anlassfall nehmen würden, ja, und eins, wo alle die Entschädigung sofort nehmen würden. Das ist das Modell, was das Land bevorzugt. Dann würden mehr Kosten durch die Gemeinde entstehen zum derzeitigen Angebot, das die Gemeinde gegeben hat. Von 125.000 Euro die Flächen, die aufgekauft würden. Von 138.000 Euro Entschädigung im Anlass, Entschädigung sofort, der sofort ausgezahlt wird. Im HAKO 30 68.000 Euro und im HAKO 100 50.000 Euro. In Summe 331.000 Euro. Was denn? 331.000 Euro. Du ein Fehler, Entschuldigung, da muss ich mich entschuldigen. Was macht das hier? Entschuldigung. Ja, ja. Deswegen habe ich gesagt, falls ein Fehler entdeckt würde, bitte so 381. Habe ich nicht absichtlich gemacht, ist mir leider passiert. Sie geht das schon mal in die Ecke gemacht. Darf ich sonst noch was erfahren? Gibt es noch weitere Fragen? Wo muss ich jetzt schreiben? 50. Ja. So, Wortmeldungen vielleicht bitte. Andreas? Ja, unsere Haltestelle ist ja wirklich. Ja, bitte. Der Schaus ist auch da. Ich weiß, dass der rauskommt.
Ja. Okay, also wir haben im Moment 125.000 Euro Mehrkosten plus die Entschädigung im Anlassfall. Ich habe jetzt kurz ausgerechnet, der Mittelwert zwischen 1,205 und 0,5 ist die 0,85. Wenn ich die mit den 19 Hektar, die jetzt da angesprochen worden sind, multipliziere, komme ich auf eine Summe, die sich die Gemeinde jetzt im Moment erspart, von 161.500 Euro. Das heißt, wenn ich nur diese 161.500 Euro, die wir diesen 19 Hektar Besitzer nicht zahlen müssen, auf ein Sparbuch legen, zweckgebunden, braucht man keinen Kredit aufnehmen, braucht man nicht beim Land fragen gehen, sondern braucht nur dieses Geld, das wir sowieso ausgeben würden, für die Zukunft ansparen. Und in 100 Jahren, die Zinsniveau wird sich wieder bessern, kommen wir dann locker aus für alle diese Schäden, die, glaube ich, jetzt vorgerechnet worden sind. Also ich glaube, dass dieses Angebot viel besser durchdacht ist, als jeder Vorschlag, den wir jetzt gehört haben bis jetzt. Es gibt Experten, die festhalten, dass ganz einfach im anderen Fall nichts zu bezahlen ist und dass die Entschädigungssummen, die vom Sachverständigen festgehalten wurden, völlig in Ordnung sind und somit, sage ich mal, für uns gibt es den Anlassfall nicht. Für euch geht es nicht. Deswegen sind es nicht. Und aus dem Grund ist der nicht verhandelbar, sage ich mal. Und ich sage mal, wir müssen da schon andere Dinge auf den Tisch kommen. Aber wir dürfen Anträge stellen, oder? Ist nicht möglich, das ist alles. Aber wir dürfen Anträge stellen, wenn wir möchten. Yes. Das dürfen wir, glaube ich, auch gemeinsam. Aber jeder Gemeinde braucht auch einen Antrag stellen. Ja, jetzt ganz im Ernst, das war jetzt so toll aufgeschlüsselt. Jetzt möchte ich wirklich eure Meinung hören, warum diese kleine Summe von uns nicht bewältigbar sein soll. Du bist sonst so innovativ. Du hast ein Mach-Mit-App gemacht, du hast trotz eines Urteils des Verwaltungsgerichts auch weiter eingeladen. Also du hältst dich sonst auch nicht an alles und machst Dinge ein, die sonst in Österreich nicht üblich sind. Warum traust du dich diesmal nicht? Es geht nicht ums Trauen, es geht darum, was wir können und was wir nicht können. Ja, das könnten wir, das haben wir jetzt mal vorgerechnet. Bitte, darf ich ausstellen. Es geht darum, dass wir uns da auch nicht auf Generationen hin verschuschen können. Und wir wissen ja nicht, was in 10, 20, 30, 40 Jahren ist. Und aus dem Grund hat das Land einfach festgelegt, ganz einfach, dass es nur einmalige Entschädigungen gibt. Und keine Gemeinde kann das so machen, dass er sagt, okay, ich zahle dir immer und ewig jetzt da im Anlassfall aus, weil keiner sagen kann, was die Zukunft bringt. Wer vom Land hat dir das gesagt? Ja, das tut jetzt nichts zur Sache. Das tut sehr viel zur Sache, weil heute dazu nach unserer gemeinsamen Sitzung habe ich mit dem Bezirk, ich habe heute mit dem Bezirkshauptmann drüber nachher noch gesprochen, ich habe heute mit der Landtagsabgeordneten, die direkt mit dem Landesrat für Agrarwirtschaft gesprochen und es hat nie jemand von denen erwähnt, dass das nicht möglich ist. Das ist, wenn die Gemeinde will, sehr wohl möglich. Das heißt, du berufst dich jetzt auf Menschen, die wieder nicht da sind. Zu uns sagst du jedes Mal, wie wir sagen, wir sollen das schriftlich mitbringen von der Aufsichtsbehörde, aber du legst uns jetzt nichts vor, mit wem du geredet hast. Du stellst das in den Raum als Tatsache, die nicht beweisbar ist. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich drüber reden, dass ich nicht einzeln... Du legst ja als Tatsache da, dass du mit irgendjemandem geredet hast. Jetzt auch. Aber es geht nicht... Ja, Stefan, sag Namen bitte. Du hast ja nochmal so... Du hast ja nochmal so... Ich habe heute, du hast mich gesehen, dass ich nochmal mit ihm geredet habe. Es geht darum, dass wir im Gemeinderat jetzt festlegen sollen, welchen Betrag wir zur Verfügung stellen können auf der einen Seite und welchen Betrag, dass wir uns leisten können. Das ist einfach alles. Das geht ja, diese Beträge sind gerade vorgegeben, dass die Erhebung den Hochwasserschutz notwendig ist. Da sind wir uns kurz dran sehr einig. Und es muss aber auf der anderen Seite auch so sein, dass klarerweise, wenn jetzt ein Angebot von einer Seite kommt, dann muss man auch darüber sprechen können, da muss man auch darüber verhandeln können. Da kann es nicht sein, das ist es. Und sonst geht es. Aber von euch ist bis jetzt kein Gegenangebot gekommen, sondern die Punkte, die sowieso im Enteignungsgesetz vom Eisenbahnergesetz stehen, plus in dem, was üblich ist in Österreich mit dieser Räumung, also dass du sagst, von 11 Punkten sind 7 ganzlich erfüllt, diese 7 Punkte hätten sowieso erfüllt werden müssen, die sind nur sicherheitshalber eingeschrieben worden. Das heißt, die zwei wesentlichen Punkte, um die es geht, und das sind genau zwei, das ist die Erhöhung dessen und die Entschädigung im Anlassfall. Und genau für die zwei Punkte hätte ich von euch denn jetzt einen Kompromiss. Du forderst jetzt ganz einen Kompromiss ein. Jetzt mach du einen Kompromissvorschlag, was du dir denkst, wie man die zwei Punkte, auf die es ankommt, lösen kann. Da habe ich ja nichts gehört bis jetzt, außer wir du hast es nicht. Wir haben alle Varianten in unserer Fraktion durchdiskutiert. Wir haben uns dann darüber Gedanken gemacht, was jetzt Sinn macht und was nicht Sinn macht. Und sind zu einem Ergebnis gekommen.
Wir haben uns auch die Vorschläge von Martin angeschaut und alles auch. Und wir haben natürlich auch extra mir die Zeit genommen, dass ich gesagt habe, okay, wir setzen uns zusammen mit der Landwirtschaftskammer und haben die Dinge auch besprochen. Und da habe ich auch klar gesagt, ein Andersfall wird nicht gehen, aus unserer Sicht gesehen. Wenn jetzt jeder andere Meinung sagt, okay, da kann ich auch nichts machen. Aber das funktioniert so. Ich stehe jetzt am Auto. Bitte. Wir sind heute da, müssen wir heute eine Einigung finden, auch mit den Grundbesitzern. Es gibt ja schon Einigungen mit Grundbesitzern. Das heißt, dass es jetzt einmal geht, das geht um ein... Ja, und es hat Vorgespräche, du warst bis damals, im Jahr 2002, beim Vorgänger der Alois Wittmunter beauftragt worden, vom Gemeinderat Gespräche zu führen. Und da kommen wir wieder zurück auf das Gesprächsprotokoll, wo du Zusagen getätigt hast, wo da auch vermerkt sind. Und das war auch im Anlassfall, wo es gegeben ist. Das ist besprochen worden. Ja, aber du hast entgegnet auch nicht, dass es nicht geht. Du hast ja die Aussicht gestellt, ja, es ist möglich. Wenn es möglich ist, dezidiert zu ihnen gesagt, nein, es ist nicht möglich. Du hast es im